herzlich willkommen wieder zu Nerdfallmedizin. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video zum Thema Vorhofflimmern und da habe ich immer den Begriff Kardioversion erwähnt und die meisten von euch kennen ja die Defibrillation im Rahmen der Reanimation und einige haben sicher schon mal eine Kardioversion erlebt, entweder in der Klinik oder Präklinik bei einer instabilen Rhythmusstörung. Jetzt geht es darum, wie macht man das eigentlich, in welcher Situation und auf was muss man besonders aufpassen. Also starten wir gleich. Kardioversion. Also die zwei großen Indikationen für Kardioversionen sind eine elektive Kardioversion bei Vorhofflimmern oder Vorhofflattern. Dazu nochmal, wie gesagt, das Video zum Thema Vorhofflimmern oben in der Ecke verlinkt. Entweder nach 4 Wochen Antikoagulation, die sicher genommen wird, oder nach Ausschluss eines Thrombus mittels TE oder in manchen Fällen auch bei erst kurz aufgetretenem Vorhofflimmern oder Flattern. Die zweite Indikation, und das ist die, die uns in der Notfallmedizin eher betrifft, ist die instabile Tachykardie. Also nach dem European Resuscitation Council kennt ihr diesen Tachykardie-Algorithmus und da ist der erste Punkt, ist der Patient stabil oder instabil? Wenn der Patient instabil ist, dann kriegt er Strom. Und das ist auch das Wichtige, was man wissen muss. Instabiler Patient, Strom und nicht Antiarrhythmika herumpanschen, instabil, Strom. Ich kann es gar nicht so oft wiederholen. Was sind Instabilitätskriterien? Mal schauen, ob ich mich noch daran erinnere. Schock, Synkope, Myokardischämie oder Herzinsuffizienz. Ob jetzt der leichte Brustdruck wirklich ein Instabilitätskriterium ist, das kann man diskutieren. Aber jemand, der kaltschweißig mit Brustschmerz in der Ecke sitzt, das ist ein instabiler Patient, auch wenn der Blutdruck vielleicht noch ganz normal ist. Was empfiehlt dann das European Resuscitation Council? 3 synchronisierte Kardioversionen. Was Sync bedeutet, wissen die meisten, erkläre ich aber nachher gleich nochmal. Wenn das keinen Erfolg bringt, sollen die Patienten Amiodaron bekommen, 300 Milligramm über 10 bis 20 Minuten und dann nochmal Kardioversionsversuche. Okay, wie bereiten wir uns eigentlich auf eine Kardioversion vor? Naja, der Patient sollte schon gut überwacht werden. Das heißt, er kriegt ein gescheites Monitoring, Blutdruck, Pulsoxy, EKG. Ja? Der Patient kriegt, ich würde sagen, 1 bis 2 sichere Zugänge. Wie wir die Defi-Elektroden aufkleben, das sage ich nachher noch. Der bekommt Sauerstoff als Präoxygenierung, weil wir den wahrscheinlich tief sedieren werden oder eine Analgosedierung machen. Was schick ist, was nicht alle haben, was super, super sexy ist, ist eine Nasenkapnometrie oder Nasenkapnographie, um eine Apnoe frühzeitig zu detektieren. Und wie immer bei solchen Patienten muss man wirklich eine Reanimations- oder Intubationsbereitschaft haben. Das heißt, man muss den Tubus noch nicht aufreißen, aber ein Absauger sollte bereit sein. Es sollten Defi, den brauchen wir sowieso, bereit sein und ein Beatmungsbeutel mit Sauerstoff, logischerweise. Okay. Wie kleben wir eigentlich die Elektroden auf? Da gibt es 2 Varianten. Und zwar kennt ihr alle aus der Reanimation die Variante die Reanimationsposition mit so einem schicken Namen. Und zwar heißt es antoroapikal, heißt der Patient bekommt ein Pedal auf die Brust und eins an die Seite und das Herz soll so in einer groben Linie dazwischen liegen. Dann gibt es aber noch die sogenannte AP-Position, also anteroposterior. Das ist die direkt über der linken Brust und unter dem linken Schulterblatt befindlichen Elektroden. Früher hat man immer gesagt, Kardioversion eher AP, Reanimation, Defibrillation eher in dieser Reanimationsposition. Mittlerweile weiß man, das macht gar, vor allem bei biphasischen Defis, das sind eigentlich alle modernen Defibrillatoren, die wir haben, eigentlich keinen großen Unterschied. Man kann bei der Kardioversion theoretisch auch die Hard Pedals benutzen, also die good old Geräte. Da darf man natürlich ein Kontaktgel zum Beispiel nicht vergessen und muss daran denken, dass man einen gewissen Anpressdruck braucht. Gerade wir die Sicherheit von den Klebepatches gewohnt sind, nehmen lieber die Klebepatches. Hat man ein bisschen mehr Abstand. Und dann kommen wir schon gleich zu dem Wichtigen, nämlich die Synchronisation. Die Synchronisation heißt, dass der Stromstoß, der dann kommt, Erdsacken getriggert ist. Wir wollen nämlich vermeiden, dass genau unser Stromschlag in die vulnerable Phase des Patienten reinschießt und so ein Kammerflimmern zum Beispiel auslöst. Das heißt, es kann sein, dass der Defi das so ein bisschen verzögert, die Auslösung. Bei manchen Breitkomplex-Tachykardien ist es nicht möglich, da kann der Algorithmus das nicht unterscheiden. Da muss man das Risiko eingehen und eine unsynchronisierte Kardioversion, also de facto eine Defibrillation, zu machen. Vor allem bei ventrikulären Tachykardien ist das auffällig. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit. Ja? Also der Patient ist perfekt überwacht, der ist ein bisschen präoxygeniert, hat gute Zugänge, liegt ganz entspannt da, alle sind schick, die Defi-Patches kleben. Nochmal zur Erinnerung, da 2 Möglichkeiten, wie man das aufkleben kann.
Aber wie viel Energie wählen wir jetzt einfach? Ja, bis mehr Energie heißt, das tut dem Patienten potenziell mehr weh, aber da helfen wir ihm eh mit der Analgesedierung. Wir wollen jetzt aber auch keine schweren Sonnenbrände da auf die Haut machen. Bisschen Rötung ist ganz normal nach Kardioversion. Also da gibt es auch unterschiedliche Einstellungen. Das ERC sagt, glaube ich, das Vorhofflimmern 120 bis 150, Vorhofflattern und andere supraventrikuläre Tachykardien 70 bis 120, eine ventrikuläre Tachykardie 120 bis 150. Ihr merkt, alle davon haben die Zahl 120. Ehrlich gesagt, je kränker, desto höher. Mit 120 kann man schon ganz gut beginnen. 150 schadet auch nicht. Viel niedriger würde ich persönlich nicht beginnen. Eher dickere Patienten brauchen auch tendenziell ein bisschen höhere Energiewahlen. Und ein Tipp noch, wenn ihr weitere Versuche braucht, weil der erste nicht erfolgreich ist, dann steigert die Energiedosis bei jedem Versuch nochmal. Also von 150 auf 200, von 200 auf 250 und so weiter. So, jetzt haben wir quasi schon den Knopf dem Finger auf dem Knopf, um da den Stromschlag auszulösen. Aber da schaut uns der Patient so ein bisschen schockiert an und sagt, Moment mal, ich sollte doch schlafen. Tja, die Analgosedierung. Auch das ein sehr undefiniertes und komplexes Konzept. In Wirklichkeit muss man schauen, dass der Patient schläft. Das ist ein kurzer, sehr limitierter Schmerzreiz. Ja? Also es gibt durchaus Leute, die sehr eloquent argumentieren, dass man kein Analgus, kein Analgetikum dazu braucht, also die sagen Etomidat oder Propofol Mono. Persönlich gebe ich denen gern ein bisschen Analgetikum dazu, da gibt es so zwei Varianten, zum Beispiel Propofol Fentanyl in einer niedrigen Dosierung oder Propofol Ketamin, also Ketofol als Low-Dose-Sedierung. Vor allem das Ketamin und Propofol wirkt ja da sehr gut zusammen. Klar ist, dass sie bei diesen Narkoseschemata ein bisschen längere Nachschlafphasen haben und dass das Risiko einer Apnoe gerade nach dem Schock ein bisschen höher ist. Deshalb aufpassen mit den Dosierungen, nicht zu viel benutzen und bereit sein, den im Notfall zu bebeuteln. Da hilft auch das Sauerstoff noch dazu. So, also zusammengefasst, Kardioversion hat weniger Nebenwirkungen als die ganze Medikamentenpanscherei. Wenn ein Patient instabil ist, dann braucht er Strom und nicht 15 Antiarrhythmika. Damit machen wir die Sache häufig nur noch schlimmer. Drittens, wir müssen uns gut vorbereiten. Die Patienten, auch wenn sie verhältnismäßig noch okay sind, können im Rahmen einer Kardioversion und der Narkose durchaus Komplikationen haben. Also Absaug-, Reanimations-, Beatmungs- und Intubationsbereitschaft herstellen. Lieber eine Minute länger zur Vorbereitung, als dass der Patient dann im Rahmen der Kardioversion ein Problem kriegt. Wenn die Patienten instabil sind, dann würde ich mit der Sedierung eher ein bisschen niedriger sind. Also wenn ihr das Gefühl habt, da flimmert vor euch quasi gerade jemand ab, ja, also einer mit dem klassischen ACS, SD-Hebungsinfarkt, rutscht jetzt in die VT, dann würde ich da jetzt nicht Hochdosis-Sedierung wählen, auch mit dem Risiko, dass der Patient kurz ein bisschen Schmerz hat. Ja. Kann man Low-Dose-Ketamin zum Beispiel geben, denn da geht es darum, wie lange der überhaupt noch einen Puls hat. Das sind meistens noch ein paar Sekunden, wenn die Patienten in die VT abrutschen. Wichtig ist, und das sind jetzt so ein paar Tipps aus der Praxis, Teamkommunikation wie bei der Defibrillation. Also ihr habt das alles gelernt aus der Reanimation. Wenn da jemand drauf schießt und auch wenn die Situation super entspannt ist, immer sagen, Achtung, weg vom Bett, Defibrillation oder Strom in, 3, 2, 1, bam. Ja. Nachbeobachtung. Denkt dran, die Patienten haben doch was zum Schlafen bekommen. Vielleicht ist der Reiz jetzt weg durch den einmaligen Stromstoß. Die Patienten sind nicht mehr gestresst. Denkt dran, die können auch nachher nochmal aufhören zu schnaufen. Also beobachtet die, da hilft die Kapnometrie oder Kapnographie. Noch ein Tipp, wenn die Patienten beatmet sind, also zum Beispiel im Rahmen einer Intensivstation, ihr Kardioversion macht oder ihr habt die gerade reanimiert danach fangen die wieder an, in irgendeiner blöde Breitkomplex-Tachykardie abzugleiten, dann denkt dran, dass ein hoher Piep auch die Impedanz im Thorax erhöht. Das heißt, entweder niedrigen Piep, wenn es irgendwie möglich ist, versucht Airtrapping zu vermeiden, gerade bei Patienten mit obstruktiven Erkrankungen. Wenn da ganz, 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 ganz viel Luft im Thorax ist, kann das die Effektivität von einer Kardioversion oder Defibrillation deutlich schmälern. Und bei implantierten Aggregaten, also Schrittmacher-Defis, wenn man da wirklich drüber brezeln möchte oder muss, weil der Patient so schlecht ist, dann sollte man zumindest, so sagt es so das ERC, ungefähr 8 cm Abstand halten. Also da hilft das Tasten und vielleicht wird man dann genau, wenn der Defi genau da in der Schussbahn quasi ist, tatsächlich schauen, dass man eine andere Elektrodenposition wählt. So.
Das war's zur Kardioversion. Was mich interessiert ist, wie sind die Kardioversionen bei euch abgelaufen? Gerade so im Notfall, war das ganz dramatisch, war das ganz entspannt? Welche Sedierungsvarianten wählt ihr? Welche wählt ihr bei den instabilen Patienten? Welche wählt ihr in der Klinik bei elektiven Kardioversionen? Seid ihr alle große Fans von Etomono, Propofolmono, irgendwelchen Kombinationsnarkosen? Wo hat das bei euch funktioniert und wo nicht? Für die, die noch nicht Bescheid wissen, aber gibt es eigentlich fast keine, glaube ich, schaut doch auf unserer Webseite vorbei. Dort steht nochmal alles zu unserem WhatsApp-Service. Da bekommt ihr alle Videos direkt per WhatsApp. Könnt ihr euch die offline jederzeit anschauen, könnt ihr die weiterschicken oder auch nicht. Und auch einmal pro Woche eine Zusammenfassung von unseren täglichen Facebook-Postings, weil Facebook gerade jetzt nicht mehr ganz so cool ist, aber wieder wirklich spannende Sachen aus der Notfallmedizinwelt jede Woche posten. Ja, dann kann ich nur sagen, happy cardioverting oder so. Bis bald bei Notfallmedizin. Ciao.